Professor Michael Sterner, Ingenieur für Energiespeicher und Energiesysteme und Professor an der OTH in Regensburg. Also vielleicht mal kurz, Sie kommen nachher auch noch mal dran, Herr Professor, aber zwei kurze Fragen. A, brauchen wir für eine Übergangszeit, wie ist Ihre Position, noch die Atomkraft? Diese drei Meiler für, sagen wir mal, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr oder wie wir von der CSU gehört haben, über den Winter? Also der Stresstest, der von den Netzbetreibern durchgeführt wurde, die für die Systemstabilität und Versorgungssicherheit verantwortlich sind, hat ergeben, dass eine Laufzeitverlängerung an Kernkraft 0,2% von unserem Gasbedarf reduzieren würde, knapp 1% von unserem Strombedarf decken würde und wenn es hart auf hart kommt Richtung Blackout, 10% von der Leistung bereitstellen würde, die wir bräuchten. Ja. Und diese Grundlastdebatte? Also das muss man dann halt wieder einordnen mit den bereits angesprochenen Risiken, die wir haben. Man kann das Teil nicht versichern. Und wenn man das halt alles zusammenrechnet, kommen halt Studien zur Aussage, dass wir bei 40 Cent sind, wenn man alle Kosten einrechnet. Endlager haben wir nach wie vor nicht. Wir sitzen in einem Flieger, wo wir nicht wissen, wo wir landen. Und das ist also 10-mal so teuer wie Wind- und Solarenergie in Bayern. Okay. Und neue Kernkraftwerke könnte man auch bauen. Aber schauen Sie nach Frankreich, nach England, nach Finnland. 10 bis 15 Jahre dauert das mehr und Milliarden mehr kosten. Also es ist mit Abstand die teuerste Form und das sehen Sie daran, selbst wenn wir es jetzt erlauben würden, Sie finden keinen Investor, okay, der das reinsteckt. Herr Sterner, zweite Frage, weil Sie gerade auch mit dem aktuellen Buch in Sachen Energiewende auf dem Markt sind. Wir hatten gerade den Redner gehört. Sind Sie auch der Meinung, wenn wir vor 10, 20 Jahren besser gewesen wären, wären wir heute einen Schritt weiter? Natürlich. Also genau deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil es so viele Mythen gibt, dass Blackout, dass die Speicher fehlen. Wir haben riesige Gasspeicher. Ich habe eine Technologie entwickelt, wie wir aus Wind- und Solarenergie Gas machen und das speichern und dann jede Dunkelflaute ausgleichen können. Und wir brauchen sehr, sehr viel Wind- und Solarenergie für die Elektroautos, für die Wärmepumpen, auch für den Wasserstoff, der muss auch irgendwo herkommen. Und letztendlich ist auch die Wind- und Solarenergie in Bayern die günstigste Form der Stromerzeugung mit dem größten Potenzial, mit dem geringsten Flächenverbrauch. Also es ist eigentlich eine Frage, ob es technisch geht oder wirtschaftlich Sinn macht, sondern es wäre einfach nur eine politische Entscheidung und dafür braucht es auch viel Kommunikation und Überzeugung. Wir sind dabei. Gleich noch mal dran. Herr Huber, kann man, jetzt komme ich